Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort ohne Frage fällt direkt wieder aus. Ansonsten die üblichen Spielregeln finden Sie in Form eines Videos auf unserem Channel Semper Responso. Schauen Sie da bitte nach, wenn Ihre Frage hier jetzt nicht beantwortet wird. Denn in dem Video wird erklärt, warum sie nicht beantwortet wird. Wahrscheinlich, weil sie in einem anderen Video erläutert wurde und Sie dort den entsprechenden Hinweis finden oder halt, weil es dann doch in dem Video genau. Das betrifft die üblichen YouTube-Fragen. Die Mails mit den Fragen schicken Sie bitte an den Channel Semper Video. Die erste richtige Frage kommt von User King Sido bezüglich Live-DOS-Angriff. Haben wir ein Video zugebracht vor einigen Tagen. Und er hat die Frage, ob man nicht auch übers Tor-Netzwerk mitfeuern kann bezüglich dieses Live-DOS-Angriffs. Ja, theoretisch schon. Ob es jetzt wirklich was bringt, ob am Ende dann noch was wie eine Art DOS rauskommt. Also ich sage es mal so, dass sie da die entsprechenden Anfragen schicken. Das dauert ja alles Ewigkeiten übers Tor-Netzwerk. Das wüsste ich jetzt gar nicht so genau. Also es muss, von der Theorie her wird es weitergeleitet, ist relativ klar. Die Angriffe gehen über einen Webbrowser und der Webbrowser-Traffic ging über den Webbrowser. Ja, ist Port 80. Ja, das müsste eigentlich gehen. Also, das wird schon gehen, aber die Frage ist halt nur, ob das Tor-Netzwerk sich da irgendwie zu schützen weiß, dass die sagen, nein, nein, so viel Anfragen werden nicht durchgestellt oder ähnliches. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wenn es darum geht, dass sie Sorge haben, dass sie erwischt werden, ja, da braucht man sich wahrscheinlich keine Sorgen haben, Sorgen machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir das gut finden oder dass sie das machen sollen. Also das jetzt hier nicht so verstehen, dass man sagt, ja, macht da alle mit oder ähnliches, sondern einfach nur von der praktischen Seite her. Sie führen ja überhaupt keine DDoS-Attacke durch. Sie führen, wenn überhaupt, nur eine DOS-Attacke durch, weil sie sind ja ein einzelner Rechner. Also das ist die armseligste Form eines Angriffes. So, und deswegen wird da auch nicht groß Stress draus erwachsen. Schon gar nicht, wenn man eine Windows-Maschine hat. Dann kann man also überall Probleme sagen, ja, Leute, da muss ich wohl einen Trojaner drauf gehabt haben, der für mich mitgeschossen hat. Da sind wahrscheinlich so und so viele Unschuldige, die sich da, sage ich jetzt mal, dran beteiligt haben, weil sie wieder letztens unbedingt den neuesten Screensaver installieren mussten und gar nicht gemerkt haben, was sie sich in Wirklichkeit auf ihrer Windows-Kiste installieren. Deswegen, also da muss man nicht wirklich Sorge haben, unter Windows wird es wohl jeder nachvollziehen können, dass man da sagen kann, ja, das war ich aber nicht. Und wenn der Vorsatz fehlt, dann ist sowieso schon alles vorbei. Jedenfalls für den Staat. Theoretisch kann dann Mastercard sie noch an die Karre fahren, aber die Vorratsdatenspeicherung ist gekippt worden und insoweit sind die Provider dann nicht verpflichtet, die Daten zu behalten und ja, deswegen, dass da irgendwie was kommt. Aber egal, trotzdem, vom Prinzip her, es müsste durchgeleitet werden, wenn Tor sich nicht dagegen wehrt und ob sie sich wehren, weiß ich nicht. Exmatic bezüglich. Ein Hinweis nur. http://jugendmedienstaatsvertrag-ablehnen.de in Unterschriftenaktion haben wir hiermit weitergeleitet. Sollten sich die Zuschauer wirklich mal anschauen, eventuell da mal draufsetzen. Soweit ich weiß, brauchen die 10.000 Stimmen und die haben die fast zusammen. Was ich nur nicht ganz verstanden habe, ist, was passiert, wenn sie 10.000 Stimmen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendeiner von denen, die dafür zuständig sind, davon umstimmen lassen. Nicht von 10.000 Stimmen. Aber die ist das Übliche halt. Die Branche kriegt mal wieder den Hintern nicht hoch, um das mal positiv auszudrücken. Ja, wir sind alle dagegen, aber ja, das war es dann auch schon. Oh, guck mal da, ein Schmetterling. Und schon ist wieder die ganze Attention weg. Dido King fragt an bezüglich eines Problems. Und zwar, er hat schon mal eine Mail geschrieben, scheint aber wohl schon was länger her zu sein. Denn erstens, er fügt sie nicht bei und zweitens, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber es sieht so aus. Festplatte wohl total zerschossen und ich muss ihm wohl geraten haben, das Ganze mit einer Windows XP CD zu reparieren. Und das Problem ist jetzt, dass wohl der Partitionseditor das Ganze nicht erkennt von Windows XP. Der erkennt wohl die Festplatte nicht. Die ist wohl so übel zerschossen, nehme ich jetzt mal an, weiß nicht, ob ich das beim ersten Mal schon draus geschlossen habe, da ist der Bootsektor wohl zerschossen. So, es gibt andere Programme und zwar, schauen Sie sich mal an, Gparted oder GPU. Muss ich mal gerade raussuchen, einen Moment. So, da bin ich wieder. Geht wahnsinnig schnell hier, richtig, richtig. Okay, nein, ja, die andere virtuelle Maschine bootet gerade, ich werde es gleich sagen können. So, machen wir das nächste, weiter mit der nächsten Frage. PK-Motoren, welches ist die beste Antivirensoftware? Bin mir nicht sicher, ob das in dem Video erklärt wurde bezüglich unserer. Auf dem Semper Responso Channel, auf dem How-To-Video. Deswegen mache ich es hier nochmal. Wir machen keinerlei Auskunft darüber, was das Beste ist, weil, ja,
Wir werden nicht sagen, so nach dem Motto, Software XY ist unserer Meinung nach die beste und morgen kommt irgendein Test raus, in dem die dann komplett ablost. Das kann man relativ schlecht sagen. Die tun sich wahrscheinlich bei der reinen Virenerkennung absolut gar nichts. Der Unterschied ist in den heuristischen Geschichten und eigentlich, wie viel System Zeit da verbrannt wird bei der ganzen Suche und so weiter und so fort. Wir haben einige schon gezeigt, die sind alle in der Regel furchtbar schlecht konfiguriert, denn wenn man sie richtig konfiguriert, dann bremsen sie das System so unglaublich aus, wobei aber dann andere wiederum sagen, ja, interessiert mich da nicht, ich habe hier die neueste Rübe und der ist unglaublich schnell, der Rechner, und da kann ich drauf verzichten zugunsten der Sicherheit. Und andere sagen dann halt, nee, das geht ja gar nicht. Allgemein ist aber die Software von Microsoft, die wird relativ gut geratet. Was nicht heißt, dass wir da Microsoft gut finden oder so, aber haben wir jetzt schon mehrmals gelesen in Tests. Wir können ja da auch die Sachen nicht unendlich gut testen. So viele Ressourcen haben wir ja nicht zur Verfügung. Aber wenn ich immer die Tests durchlese, zum Beispiel von der Zeitschrift CT, da sagen die also schon, das ist schon relativ gut, was Microsoft da abliefert. Gut. Überrascht mich jetzt nicht. Wir sitzen ja nagelnoh dran an der Quelle. So, kommen wir nochmal zurück zu Dido King. Rechner ist gebootet. So, Parted Magic. Das ist das Teil, womit wir letztens hier eine komplett zerschossene Linux-Festplatte, Ubuntu-Festplatte repariert haben. So, hier, das Teil hat nämlich den Vorteil, wir haben hier einen Partition-Editor drauf, Smart Control kann ausgelesen werden. Und wenn wir hier draufdrücken, hier sind jede Menge Tools drauf, Accessories. Ja. Ja, ist das das falsche System-Tools? War es das? Ja, System-Tools war es. So, Partition, Testdisk. Also, jede Menge ganz nützliche Tools. Schauen Sie sich das mal an. Okay.